Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 23. April 2018? Heute haben wir ein wichtiges Thema, Karma, und ich erkläre auch, warum. Sonne, die Scheinbewegung, die Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe, erreicht den karmischen Knoten und heute ist auch noch Halbmond. Welchen Einfluss das auf unserem heutigen Tag hat, das erkläre ich auch gleich. Aber wir haben auch nochmal wichtige Themen. Pluto ist im Stillstand, ab morgen ist direktläufig. Und eine interessante Bewegung bei der Merkurbewegung. Und das hat auch einen Einfluss auf unseren heutigen Tag, aber auch bei Karma auflösen. Und das erkläre ich aber auch. Aber Schritt für Schritt. Als erstes beginne ich mit der Bewegung von Merkur und das hat eine Bedeutung auf die Kommunikation. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder und steht im Schattenseite. Das bedeutet Geheimnisse. Entweder erfahren wir Informationen, was geheim halten sollte, also Geheimnisse, und wir haben einen Einblick, welchen Gesprächen werden hinter geschlossenen Türen geführt oder erfahren wir Geheimnisse. Das kann auch bedeuten, dass wir etwas geheim halten sollen und lieber schweigen. Also hier geht es um Geheimnisse oder die Geheimhaltung oder um das Schweigen. Dann nochmal was Interessantes ist bei der Bewegung Merkur. In unserem Sonnensystem ist das Zentrum unserer Sonne. Und die Planeten kreisen um die Sonne in ihren elliptischen Bahnen. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Stern. Also Merkur ist einer von diesen Planeten, symbolisiert die Gespräche, die Kommunikation, bewegt sich in ihren elliptischen Bahnen um die Sonne und in diesen elliptischen Bahnen gibt ein Punkt, was ganz nah in die Sonne befindet und dann gibt es einen Punkt, wo weiter weg von die Sonne, die weiteste Punkt in dieser Bewegung, in diesem elliptischen Bahn, die schwarze Sonne heißt es. Und genau in diesem weitesten Punkt aus die Sonne aus gesehen, in diesem schwarzen Sonne, befindet sich Merkur. Dazu kommt auch, dass in die Tagesbewegung gerade im Schattenseite ist und symbolisiert die Verborgenen. Das kommt noch, auch noch dazu. Und wenn das hier in diesem schwarzen Sonne befindet, zeigt auch die Tiefe, aber auch Geheimnisse oder Geheimhaltung. Das kommt auch noch dazu. Das sind zwei verschiedene Einflüsse, aber beide hat die gleiche Aussage. Und das ist auch noch wichtig zum Erwähnen. Wenn ein Planet näher in die Sonne befindet, bewegt sich schneller, die Gravitation ist stärker, diese Anziehungskraft. Wenn ein Planet aber weiter weg von der Sonne befindet, dann ist dieser Planet etwas langsamer. Das ist eine von den keplerischen Gesetzen. Und bei diesem weitesten Punkt in dem Umlaufbahn der Merkurbewegung heißt es, Merkur bewegt sich da langsamer, weil weiter weg ist von der Sonne wie in einem anderen Punkt
wie zum Beispiel der näherste Punkt von der Sonne aus gesehen. Das heißt, die Bewegung ist langsam, befindet sich in die schwarze Sonne und hier symbolisiert Geheimnisse. Und im Horoskop befindet sich im Schattenseite, im Verborgenen, wieder die Geheimnisse. Das handelt sich diesbezüglich um Gespräche. Das heißt, wir sollen heute schweigen. Wir sollen unsere Geheimnisse behüten, bewahren. Kann auch bedeuten, dass wir Geheimnisse erfahren oder geheime Gespräche hinter verschlossenen Türe kann natürlich auch bedeuten, dass wir Feinde haben und sie reden etwas hinter unserem Rücken, was wir nicht direkt mitbekommen. Da sind die Geheimnisse und das betrifft natürlich die Gespräche. Das ist der Merkur-Einfluss. Dann der Stillstand von Pluto hat auch eine Bedeutung. Dreht sich alles um, wird Pluto ab morgen rückläufig, hat wieder karmische Themen oder Vergangenheit. Bei Pluto geht auch um Geheimnisse. Pluto hat einen Bereich, wo nicht jeder einen Zugang hat. Und Pluto symbolisiert unsere Seele, unserem Inneren. Und das ist die innere Kraft, diese regenerierende Kraft, auch die Kraft der Transformation. Das ist eine Skorpion-Energie. Also hier haben wir auch wieder einen Prozess. Das kann auch karmische Prozesse bedeuten. Dann, Mond erreicht den karmischen Knoten in Tierkreiszeichen Löwe und das ist die aufsteigende Mondknoten. Diese aufsteigende Mondknoten, oder so wie die indischen Astrologen das nennen, das ist die Drachenkopf. Hier haben wir karmische Themen. Die Tierkreiszeichen Löwe zeigt, was für Themen haben wir. Das ist das Selbstbewusstsein, zu uns selbst zu stehen. Natürlich in erster Linie haben karmische Themen die Löwengeborenen. Oder die, wo Löwe Aszendent haben, oder die, wo die Mond im Löwen haben, oder die Mondknoten im Löwen haben. Indirekt sind auch die Wassermanngeborenen betroffen. Da liegt die absteigende Mondknoten, was die alte Karma symbolisiert. Alles hängt zusammen. Die Wassermanngeborenen haben zurzeit auch karmischen Themen. Also hier wird Karma aktiviert, gerade ganz stark durch die Mondbewegung. Und Mond vermittelt uns alle etwas. Das heißt, diese Selbstfindung trifft uns gerade alle. Und hier ist auch wichtig, nochmal etwas betrachten. Das ist die Halbmond. Jetzt gehen wir wieder in Natur, in die Naturkräfte zurück. Sonne und Mond beeinflussen unser Leben. Das sind Naturkräfte. Und es gibt Verbindung zwischen Sonne und Mond, das verursacht Ebbe und auch Flut. Das heißt, ganze Ozeane werden dadurch bewegt. Und heute ist die Kräfte ausgeglichen, Sonne und Mond, aus der Erde aus gesehen. Das heißt, die Ozeane sinken und das hat auch auf unserem Körper, auf unserem Seele, auf unserem seelischen Zustand auch einen Einfluss. Wenn wir bedenken, dass unser Körper besteht Großteil aus Wasser und unserem Gefühlen wird auch zu Wasserelement symbolisiert. Wenn Sonne und Mond, besonders die Mondkraft, ganze Ozeane bewegt, dann hat auch auf uns einen Einfluss, auf unsere Gefühle. Und ein Halbmond ist immer eine Spannung. Sonne befindet sich im Stier. Natürlich, Stier möchte etwas in Besitz zu nehmen, möchte Sicherheit und Stabilität, eher passiv, abwartend, ruhig. Löwe ist Feuerelement. Feuerelement aktiv setzt etwas in Bewegung. Das ist die Selbstdarstellung, zu selbst zu stehen. So, Löwe hat auch einen Bezug zu unserem Herz, weil hier herrscht die Sonne und Sonne hat einen Bezug astromedizinisch zu unserem Herz.
ist auch das Zentrum unserem Körper, also hat etwas mit unserem Herz und Herzensangelegenheit auch etwas zu tun. Sonne fühlt sich hier natürlich wohl in Tierkreiszeichen Löwe, weil Sonne herrscht über die Löwe. Also so ist schon im Einklang und wir verspüren diese Kraft. Aber die Elemente Erde und Feuer ist nicht in Harmonie. Diese Erde-Element wird von dieser viel Feuer ausgetrocknet. Die Feuer ist zu viel für diese Erde. Die Erde trocknet aus. Und umgekehrt auch. Das ist zu viel Erde für diese Feuer. Wir können das in Natur auch betrachten. Wenn wir eine Kerze anzünden und da Erde drauf kippen, dann löscht natürlich die Feuer aus. Und so ist die Verträglichkeit, die Elemente, das heißt, sie stehen in Spannung. Und diese Spannung ist spürbar, aber auf jedem Problem gibt es eine Lösung. Und für diese Spannung gibt es eine Lösung und es befindet sich im goldenen Schnittpunkt und das ist die Tierkreiszeichen Zwillinge. Das heißt, die Zwillingsenergie löst etwas auf, bietet die Lösung. Erstens die Luftelement, mal tief durchatmen oder Atemübung machen, einatmen, ausatmen, in dieser Rhythmus zu bleiben und natürlich die Ruhe bewahren dabei, ruhig atmen, ruhig tief atmen. Das befreit uns. Dann die Luftelement symbolisiert auch die Freiraum, etwas loslassen und von etwas befreien, damit wir mehr Luft bekommen. Wir brauchen die Ausdehnung, diesen Freiraum. Und die Luftelement symbolisiert auch die Gespräche, die Kommunikation, weil die Sprache wird vermittelt im Element Luft. Aber mit wem sollen wir Gespräche führen? Wenn wir schon die Information erhalten haben, wir sollen etwas geheim halten und wir sollen nicht sprechen, weil das ist wichtig heute, die Geheimnisse zu bewahren. Und mit wem sollen wir dann sprechen? Was vermittelt die Tierkreiszeichen Zwillinge? Die Tierkreiszeichen Zwillinge erklären uns das ganz genau. Die Zwillinge sind zwei. Einmal Pollux und einmal Castor. Das sind die beiden Zwillinge. Castor ist das Menschliche, der Sohn von der König von Sparta. Und Pollux ist das Göttliche, der Sohn von Zeus. Die Mutter ist gleich Leda, die spartanische Königin wurde von Zeus erobert, aber sie wurde von Zeus schwanger, aber von ihrem Mann, von dem spartanischen König, wurde auch schwanger und so gebar Leda die Zwillinge, Pollux und Castor. Hat aber eine symbolische Bedeutung. Erstens, dass die beiden Zwillinge miteinander verbunden sind. Die eine symbolisiert das menschliche Dasein, das ist Castor, und die anderen Zwilling bedeutet das höhere Bewusstsein, das ist Pollux, das Göttliche, dass wir bewusst sein, wir sind nur ein Teil von dem ganzen Schöpfung, ein Teil von dem Universum, ein Teil von dem Göttlichen. Und dieser höheren Bewusstsein hilft uns dabei, den Weg zu Gott zu finden, aber den Weg zu uns selbst zu finden. Und welche Kommunikation sollen wir hier führen? Ein Dialog mit uns selbst. Und wo ist diese Stimme? Diese Stimme ist in unserem Inneren. Das ist unsere innere Stimme, unsere Intuition. Und wenn wir auf dem Meeresspiegel schauen, Ebbe und Flut, und heute sinkt das Meer, auch in Natur, ist zum Beobachten und wirkt natürlich auf unserem Wasser, auf unserem Gefühlszustand, beeinflusst diese Kräfte, diese Naturkräfte auch. Das heißt, das Wasser sinkt und wir spüren etwas, was ansonsten nicht spüren. Es kommt etwas ins Licht.
Das heißt, wir können in die Tiefe graben, in die Tiefe, wo wir nie einen Zugang haben. Und in solchen Tagen, in diesen kosmischen Tagen, haben wir den Zugang zu unserem tiefen Seele. Kann sein, dass wir ein Traumbild haben gerade und zeigt die Symbolsprache. Das ist auch eine Sprache der Seele. Kann auch bedeuten, dass wir heute meditieren sollen und ein Gespräch mit uns selbst zu fühlen oder mal lauschen, was sagt unserem inneren Stimme. Aber bei diesen karmischen Tagen handelt sich nicht nur um unsere eigenen Seele, sondern die Verbindung zum anderen Seelen auch. Telepathie, das ist die Sprache heute. Das heißt, wenn jemand eine karmische Verbindung hat, eine Liebesbeziehung und hat das Gefühl, es ist karmisch, es ist sehr schwierig, über Gefühle direkt zu sprechen. Entweder traut man das gar nicht zu oder die andere hört das gar nicht oder kommt zu Missverständnissen, weil die andere noch gar nicht offen dafür ist und man fühlt sich verletzt, wenn da keine Antwort kommt. Die Botschaft ist heute eindeutig: Schweigen, nichts sagen über diese Liebe, über dieses Gefühl, über diese Wahrnehmung, aber wie können wir die Kommunikation doch durchführen? Durch Telepathie, wenn die Seelen miteinander verbunden sind und noch dazu auch sich lieben, weil die Liebe verbindet und die Liebe kennt keine Grenzen, dann ist es auch möglich, ihn telepathisch mit den anderen verbunden zu sein. Und das ist diese Sprache, was heute wir als Botschaft erhalten, aber nicht nur das, sondern Kommunikation mit unserem eigenen Seele und Kommunikation zu einem höheren Bewusstsein, mit Engel oder mit Gott. Heute haben wir die Möglichkeit, mit Gott zu sprechen oder mit Engel zu sprechen. Aber das werde ich vermitteln, die Engelenergie in meinen anderen Kanal. Und das heißt Kabbalah Engelenergie, da spreche ich mehr über Engel. Was ich heute noch erwähnen möchte, welche Halbedelstein hilft uns bei diesem heutigen Thema, bei diesem karmischen Thema. Ich würde heute die Onyx empfehlen. Und diese Onyx, dieser Halbedelstein, stärkt unserem Selbstbewusstsein. Und dadurch bekommen wir diese Stärke und diese Kraft. Nicht nur das kräftigt diese Halbedelstein, sondern kräftigt auch die Haare, auch die Haut wirkt auch sehr wohltuend und auch für die Nägel. Übersetzt heißt auch dieser Stein aus dem Griechischen den Nagel und das hat damit zu tun, die Nagel zu kräftigen, aber hat auch eine gute Wirkung für die Haare, also in die Haarwasser Onyx legen und das stärkt und kräftigt die Haare, aber auch die Hände können wir in diesem Wasser legen, das kräftigt auch die Nägel. Dieser Halbedelstein Onyx wird oft als negativ bezeichnet. Das kommt vom Mittelalter, weil in antiken Zeit wurde dieser Halbedelstein verehrt und das war ein Schutzstein, auch ein Heilstein. Heilstein nicht nur für Haut oder Hauterkrankungen, sondern auch für das Herz, weil das stärkt auch unserem Herz. Sondern das wurde auch beigelegt bei den Toten, dass dieser Halbedelstein begleitet die Verstorbenen auf dieser Reise ins Jenseits, also war im Graben dieser Stein und das hat einen gewissen negativen Geschmack beigebracht und viele bezeichnen das, dieser Stein als negativ. Und wurde beschrieben auch, dass wir im Erde begraben sollen. Aber das ist auch keine gute Idee, sondern wir können anderes mit diesem Stein arbeiten. Das heißt, dieser Stein Onyx, das stärkt uns, stärkt unserem Herz, unserem Herzensangelegenheit, schützt uns vor negativen Einflüssen, kräftigt unsere Nägel,
unseren Haaren und hilft auch bei Haut oder verschönert die Haut. Und wir könnten diesen Stein mit fließendem Wasser reinigen und so dann die Energie entladen. Das sollen wir einmal in die Woche tun, also im fließenden Wasser reinigen und so die Energie entladen und mit Sonnenenergie aufladen. Also in die Sonne legen und mit Sonnenenergie aufladen. Und im Nacht, natürlich können wir noch zusätzlich mit Mondenergie aufladen. So kommt dann die beiden Kräfte Sonne und Mond in Verbindung und vereinen sich in diesem Halbedelstein. Und jetzt, wenn Mond im Löwe bewegt und auch im Karma, natürlich hier hilft dieser Stein jetzt aufladen mit Mondenergie. Das hilft unserem Herz, stärkt unserem Herz. Auch bei Herzproblemen, aber stärkt die Herzangelegenheiten, auch die Liebe und auch karmischen Themen. Das heißt, wenn wir karmischen Themen auflösen möchten, dabei hilft auch. Und wir können diesen Stein auch ergänzen mit Bergkristall. Die beiden Halbedelsteine harmonisieren sich miteinander und die Bergkristall klärt etwas auf und da haben wir mehr Klarheit, mehr Orientierung und die Themen sollen sein, was die Tierkreiszeichen Löwe vermittelt, das Selbst, auch das Herz, Herzensangelegenheit und gerade auch karmischen Themen. Und so können wir damit arbeiten und als Amulett tragen. Ich habe auch hier diesen Stein, Onyx. Das ist schwarz von der Farbe her. Und das stärkt uns auch die Selbstbewusstsein. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont auf und die Stiergeborenen haben diese Bedürfnis wahrgenommen werden. Hier bewegt sich oder die Scheinbewegung, die Sonne hier, ist im Tierkreiszeichen Stier. Wichtiges Thema ist nicht nur diese Klarheit, sondern auch Liebe, Partnerschaft. Da möchten die Stiergeborenen auch Klarheit bekommen. Aber heute entsteht eine gewisse Spannung. Sonne, Mond steht in Spannung und man braucht einen Ausgleich. Die Ausgleich gibt die Luftelement. Mehr Freiraum, mehr Leichtigkeit, mehr spielerische auch kommunizieren, aber das bringt nicht viel direkt zum Kommunizieren, weil da entsteht auch alles, die Missverständnisse. Es ist sehr, sehr schwierig, wenn Merkur im schwarzen Sonne befindet, etwas zu klären. Es ist nicht möglich, heute etwas zu klären. Deswegen ist die gute Lösung eher Schweigen. Wie sagt man das ganz schön? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und heute ist diese Botschaft da, eher Schweigen oder Klarheit zu bekommen, welche geheime Gespräche laufen, welche Geheimnisse. Und viel vorteilhafter ist, das innere Stimme hören auf die Intuition und die Gespräche führen mit Engel oder mit Gott. Das sind die richtige Kommunikation. Und im seelischen Ebenen, bei karmischen Verbindungen, kommunizieren mit dem Seelen, das heißt telepathische Verbindung, so öffnet sich etwas und so kann man vieles klären und bei diesen Klärungen hilft natürlich die Bergkristall. Und es ist auch wichtig bei den Stiergeborenen, also eher energetisch arbeiten, besonders wenn es um Gespräche handelt. Aber die Bedürfnis, die Stiergeborenen, dass sie wahrgenommen werden, ist möglich. Heute ist eine gewisse Spannung da. Die Stiergeborenen haben eher das Gefühl, die sind nicht wahrgenommen. Aber ein bisschen Geduld noch. Der Erfolg kommt dann in die Tage. Abwarten, bis Mond übergeht in Tierkreiszeichen Jungfrau. Dann werden sie die Stiergeborenen auch das Gefühl haben, na endlich kommt Anerkennung, jetzt bin ich wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Zwillinge bieten die Lösung an und das ist diese symbolische Bedeutung, die beiden Zwillinge Castor und Pollux, natürlich diese Stärke, diesem goldenen Weg spüren sie gerade, die Zwillingsgeborenen und das hilft
bei der Selbstdarstellung oder stärkt das Selbstbewusstsein, aber die Zwillingsgeborenen können vermitteln etwas, für anderen da zu sein, einen Spiegel zu zeigen oder Kontakte, Gespräche führen mit anderen, vermitteln, also helfen bei der Kommunikation. Wichtig ist, dass sie das intuitiv machen, auch diplomatisch die Gespräche führen. Und hier dieses Luftelement, was die Zwillinge vermittelt, auch diese Leichtigkeit, das, was im heutigen Tag für uns alle die Ausgleich gibt, daran liegt die Kraft. Das heißt, die Kraft liegt gerade bei den Zwillingen. Bei den Zwillingen ist auch wichtig die Werte, die Selbstwertgefühl, auch die Wertschätzung und die Finanzen. Und das bringen sie in Ordnung und sie haben auch gute Chancen, gut investieren, Gewinn zu machen. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen, haben eine sehr gute Intuition und auch einen Bezug zu Mondenergie. Und Mond bewegt sich im karmischen Knoten. Natürlich, das ist sehr spürbar, auch bei Krebsgeborenen. Und es ist wichtig, die Rückzug, damit sie zur Ruhe kommen, dass sie meditieren oder diese meditative Haltung nach innen schauen. Und hier ist gar nicht das innere Licht, sondern eher die Kommunikation wichtig, die Kommunikation mit dem Seelen oder mit anderen Seelen, diese Verbindung zu suchen. Und dieses Feingefühl, das haben die Krebsgeborenen, weil sie haben einen ganz besonderen Bezug zu Mond und Mondenergie und sie reagieren auf diese Mondbewegung sehr empfindlich. Und heute ist eine sehr starke Mondenergie. Die beiden Kräfte, so eine Mondkraft, liegen gegenüber und so bewegen sie ganze Ozeane. Und so wirkt auch, aber wir brauchen diese Entladung, die Kräfte. Und wie ich schon sagte, das liegt im Zwilling oder im Allgemeinen im Luftelement. Und da reagieren die Krebsgeborenen empfindlich. Und wenn sie diese Spannung spüren, und es ist spürbar heute, diese Spannung, dann ist besser ein gewisser Rückzug, damit sie die Ruhe bewahren und wieder die Kraft spüren. Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen, haben karmische Themen im Allgemeinen. Das ist ein Prozess, aber heute wird das mit dem Mond aktiviert. Und es ist natürlich auch eine Aufgabe, ein Karma zum Auflösen. Was meine ich damit Karma auflösen? Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Seele unsterblich ist und nach dem Tod lebt weiter, und da bin ich davon überzeugt, dann heißt das, dass die Materie bleibt auf die Erde. Wir hinterlassen die Materie, wir hinterlassen auch den Körper. Aber die Seele hat die Erinnerungen, die Gefühle, das Kern, das bleibt erhalten. Und so nach dem Sterben, natürlich kommt ein Dialog mit Gott oder ein Gespräch, wie auch immer. Und so wird das alles besprochen, ob die Seele nochmal diese Lernaufgabe wiederholen soll. Gibt noch etwas noch zum Lernen oder ist diese Karma schon befreit? Wenn das noch nicht befreit ist, dann werden wir nochmal geboren. Immer das gleiche Thema kommt hoch und wir lernen damit besser umgehen. Wir können unserem Karma befreien, erst dann, wenn wir Ängste loslassen, wenn wir kein Schuldgefühl haben, wenn wir anderen Gefühlen wie Neid, Eifersucht, es gibt auch Hass auf dieser Welt, wenn wir all diesen Gefühlen loslassen können oder gar nicht zulassen, das ist noch besser, und dass wir in Liebe bleiben. Und dann können wir uns die Karma befreien, wenn wir Ende unserem Leben sagen können, es hat sich gelohnt zum Leben. Ich habe meinen Weg gefunden. Ich habe Aufgabe gehabt. Ich habe verspürt die schöpferische Kraft. Ich habe etwas Gutes getan für die Menschen, für mich selbst, aber auch für die Natur, auch für die Erde. Es war ein schönes, erfülltes Leben. Wenn wir das sagen können und haben ein schönes Gefühl dabei, diese Freude, diese Lebensfreude,
und auch die Freude begegnen wieder mit dem Göttlichen, ohne Angst, dann haben wir die Karma befreit. Und das ist ein Prozess in uns und ich bin davon überzeugt, dass andere Menschen das können für uns nicht tun, sondern das liegt an uns selbst, weil wir selbst tragen die Verantwortung über unserem Schicksal. Wir selbst tragen die Verantwortung über unserem Karma. Natürlich gibt es Unterstützung, selbstverständlich. Menschen können unterstützen, die sich da auskennen, die erklären können oder wie jetzt heute der richtige Zeitpunkt sagen können, besprechen können oder die haben ein gutes Gefühl dabei. Auch über Karten, dass durch diese Legungen auch etwas erkennen können, die Thema beschreiben können. Es gibt viele begabte Menschen. Es gibt auch viele Menschen, die Aura lesen können, weil sie erkennen die Farben, weil die haben diese Begabung. Diese Menschen sind sehr spirituell und wir brauchen diese Unterstützung, aber sie können nicht die Karma lösen für uns selbst. Das müssen wir selbst tun. Ich kann auch beschreiben den Weg, ich kann beschreiben die Themen, ich kann beschreiben den Zeitpunkt, ich kann beschreiben, was uns unterstützt, ich beschreibe die Halbedelsteine, aber es sind doch so vielen, vielen Hilfsmittel. Es gibt die Düfte, es gibt die Kräuter, es gibt die Farben, es gibt die Töne, die Musik, es gibt sogar die Haustiere. Ich bin überzeugt, die vermitteln uns auch etwas oder haben ein beruhigendes Gefühl auf uns. Diese Hilfsmittel vermitteln etwas, beruhigen uns. Es tut einfach gut für unsere Sinnesorganen. Die Farben haben Bedeutung. Die Natur hat eine Bedeutung. Und das Gesamte natürlich gehört, wir sind ein Teil davon, das sollen wir auch wahrnehmen. Aber die Seele, da können wir nur selbst, wir selbst haben wir die Zugang dazu. Nur wir selbst können wir das tun, nur wir selbst können wir uns davon befreien. Das ist auch unsere Aufgabe, da haben wir eine große Aufgabe, selbstverständlich. Und das spüren gerade die Löwengeborenen. Ja, und heute intensiv, weil der Mond aktiviert die karmischen Knoten, nicht umsonst bewegt sich hier die karmischen Knoten, gerade bei Löwen. Also das sind jetzt mal die Prozesse, das sind auch heute durch die Mondenergie löst etwas aus. Und natürlich die Befreiung kommt, dieser Loslassen kommt immer dazu. Weil all das, was wir mitschleppen im Leben, und das stört uns, natürlich das hindert dabei, unserem Karma zu lösen. Also das Loslassen, diese Prozesse des Loslassen gehört dazu, weil erst dann sind wir frei oder befreit von etwas, damit etwas Neues kommen kann. Vielleicht nicht umsonst ist gerade Pluto stationär, damit wir heute mal nachdenken, weil mit Loslassen oder Trennen oder Kündigen, das ist alles Pluto-Thema. Also das sind, hängt alles in Harmonie, das erklärt sich eine von anderes, hängt alles zusammen. Also ist auch kein Zufall, dass Pluto heute stationär ist, dass wir Zeit haben, nachzudenken, was sollen wir loslassen, von was sollen wir uns trennen oder kündigen oder verabschieden, weil das raubt uns Kraft und Energie und wir sollen in unserem Kraft bleiben. Und das ist diese Nachdenklichkeit. Die Tierkreiszeichen Jungfrau, dann noch zurück zum Tierkreiszeichen Löwen geboren, dass ich die Thema auch beschreiben kann. Was ist wichtig? Das ist wichtig, die schöpferische Kraft spüren und mit diesem schöpferischen Kraft etwas Neues gestalten. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist ein wichtiges Thema, die berufliche Situation beruflich erfolgreich zu haben, die liebe Partnerschaft auch in Ordnung zu bringen und natürlich die neue Thema wird auch sein, die schöpferische Kraft, die Berufung, die beruflichen Erfolg.
Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben auch die Thema Beruf und Berufung und viele Wagengeborenen suchen ihren wahre Berufung. Sie wollen auch von etwas befreien, was dabei stört, endlich mal die Berufung zum Leben. Oft sind das die Angst, die Arbeitsplatz aufzugeben und kündigen und etwas Neues starten. Dann sagen anderen aber auch dazu, sei vernünftig, bleib in diesem Arbeitsplatz. Weißt du, wie schwierig das ist, jetzt einen Job zu finden? Also natürlich kommen diese Gespräche auch noch dazu, was vielleicht klingt sehr vernünftig, aber es ist nicht immer gut. Die Frage ist, sind wir glücklich in die Arbeit, ja oder nein? Und viele Menschen wissen die Antwort. Sie sagen sofort, ich bin unglücklich im Arbeitsplatz. Dann fühlt man sich auch gefangen und man sollte von dieser Gefangenschaft befreien. Aber wie? Wo liegt die Lösung? Erstmal orientieren, Klarheit bekommen, wo liegt überhaupt die Berufung? Und dann kann man orientieren und etwas unternehmen, dass man wirklich eine berufliche Veränderung, Verbesserung kommt. Bei Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist ein wichtiges Thema die Liebe, Partnerschaft, aber nicht nur abwarten, bis die Kontakt kommt. Oder jemand Gefühl oder Interesse zeigt. Die andere traut das nicht zu. Das muss man sagen. Also wichtig ist hier, dass die Skorpiongeborenen mal die bisschen aufmachen oder einen Schritt auf anderen zugehen. So kommt das in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist auch sehr wichtiges Thema, die liebe Partnerschaft. Und es wird noch in den kommenden Tagen, Wochen ganz intensiv sein. Da kommt einiges in Bewegung, weil das wird ein Spiegel sein bei den Schützengeborenen. Was die Schützengeborenen erwarten können in den Tagen, eine gute Nachricht. Momentan ist die Begeisterung da, aber nicht handeln. Das heißt, ein Plan zu haben, das zu verinnerlichen, was das ist, was die Schützengeborenen gerade begeistert, wo in welcher Richtung sollen sie aktiv sein und abwarten für den richtigen Moment, wenn sie auch handeln können, weil es werden Einflüsse kommen von außen, was hindert gerade die Schützengeborenen, lieber warten auf den richtigen Augenblick, aber ein Plan zu haben, nachdenklich zu sein, überlegen, wie dieses Verwirklichen, diesen Plan zu haben, ist gerade richtig da nachzudenken. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben wichtige Themen im Beruflichen. Viele Steinbockgeborenen suchen ihren wahre Berufung. Die Reise, ein Ausland oder Auslandskontakt kann auch eine wichtige Bedeutung sein und natürlich Liebe, Partnerschaft. Auch hier sind die Wünsche und die Sehnsüchte und die Aufgabe ist, die Steinbockgeborenen das ernst zu nehmen und als Ziel setzen und daran arbeiten, diese Ziele zu erreichen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist ein beruflicher Aufstieg. Und trotzdem soll er momentan kein Gespräch führen, eher schweigen und den Dialog mit uns selbst führen. Hier kommen auch karmische Themen. Hier aktiviert auch die ganze Energie, die alte Karma, alte karmischen Erinnerungen. Viele suchen auch ihren wahren Berufung. Viele die richtigen liebe Partnerschaft, diese Seelenpartnerschaft oder diese Verbindung zwischen den Seelen, diese karmischen Verbindungen. All das ist aktiviert bei den Wassermanngeborenen. Zurzeit ist eine gute Zeit, beruflich etwas verändern, beruflich orientieren, in die liebe Partnerschaft kommt in die nächste Zeit, weil dann eine fließende Energie und haben dann Glück, die Wassermanngeborenen, was die liebe Partnerschaft betrifft. Momentan kommen alte Erinnerungen hoch. Bei den Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist wichtiges Thema, die Bekanntenkreis, Freundeskreis, das aufzubauen oder aktiv zu sein, in einer Gruppe etwas organisieren, für anderen da zu sein,
Heilung bringen an etwas und ein bisschen Geduld noch, bis die Leben etwas widerspiegelt. Momentan ist eine gewisse Unsicherheit da. Das heißt eher passiv verhalten, nach innen schauen, diesen Dialog mit uns selbst zu führen oder in seelischen Ebenen oder mit einem höheren Bewusstsein oder Gott oder Engel, wie auch immer. Das ist die richtige Handlungsweise für die Fischengeborenen und abwarten, bis Mond übergeht in Tierkreiszeichen Jungfrau, dann kommt eine Spiegelung, dann sehen deutlich etwas die Fischengeborenen, ein bisschen Geduld noch. Und bei Wiedergeborenen ist wichtig die Zurückhaltung, Gespräche vermeiden, geheimnisvoll sein oder das Geheimnis des Lebens zu erforschen. Und es ist vieles momentan im Verborgenen, im Geheimen, was die Wiedergeborenen betrifft. Und das war mein Tageshoroskop. Ich empfehle noch die Blitzberatungen. Es geht auch blitzschnell. Das sind E-Mail-Beratungen, das heißt, ich schreibe mir ein E-Mail und stelle Ihren Fragen. Ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com und mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.